geht ab, Leute. Hunger. Bei einer Arena, ein Raid, der gleich schlüpft. Und zwar ist das hier die Woche, wo ich jeden Trigger mitmache in München. Oder zumindest die meisten, die nicht allzu weit außerhalb sind. Und hier findet auch einer statt. Der ist ein bisschen anders. Wohl nur noch mein alter Erzfeind. Ah. Ich mache das leider mit Garados. Ich habe jetzt keine Zeit, das nochmal mit Geowatz zu probieren. Obwohl. Ja, einmal mit Geowatz geht schon. Einmal, wieso nicht? Go. Komm. So. Und zwar, wieso es hier ein bisschen anders ist, und zwar, es kommen nicht alle auf einmal richtig fett, sondern die versuchen diese Woche im Laufe der Tage so oft wie möglich an dieser Arena zu raiden. So nach dem Feierabend und so. Deswegen ist es egal, wann man dort raidet, solange es in der... Keine Ahnung, was hier ist. Auf jeden Fall ist es egal, wann man raidet halt. Solange man in der Zeit raidet. In der Zeitspanne. Das sind drei Arenen hier in der Innenstadt. Ich werde auf jeden Fall einmal raiden. Schauen wir mal. Ansonsten dann noch ein paar normale Triggerversuche, wo echt eine Menge zur selben Zeit dorthin gehen. Aber auch da ist es unwichtig, dass du genau an dem Tag zur selben Zeit da Zeit hast, sondern solange du da im Verlauf der Zeit auch an der Arena geradet hast, müsstest du dann auch mit dabei sein. An der Verlosung der EX-Raid-Einladung. Jetzt erstmal Vulnona. Ich habe gar nicht geschaut, ob er Solarstrahl kann. Also wenn er Solarstrahl kann, dann ist es eh vorbei. Ich glaube, es hat mir Geowatz ausgesucht am Anfang. Das heißt, er kann gar keinen Solarstrahl haben. So. Ich habe es letztens gesehen, um ein Hundertstel einer Sekunde habe ich es nicht geschafft. Sogar zweimal, aber naja. Los geht's. Wenn nicht, dann muss man halt Garados auspacken. Wetter, kein Bonus, weder für ihn noch für mich. Ist so wie immer leicht bewölkt, das heißt Fee, Kampf und Gift. Steinkarte rein? Nein, ganz knapp nicht. Das könnte entscheidend sein. Was heißt ganz knapp also? Der Ladebalken hat sich aufgeladen, weil ich die Attacke gerade von ihm kassiert habe. Bei 1,76 bin ich reingekommen, das heißt 88 Sekunden ist die Hälfte. Bei 88 sollte er spätestens gelb sein. Sonst haben wir hier keine Chance. Letzten 10 Sekunden. Noch ist er nicht gelb. Wir sind 1-2 Sekunden zu langsam, Gott. Das wird ganz knapp wieder nichts. Da muss ich leider die Garados wieder auspacken. Die kriegen wir auf jeden Fall noch rein. Gib mir deine Charge-Attacke, Mann. Gib mir Hitzewelle, damit ich mehr Steinkarten machen kann. Ja, gib mir Hitzewelle, sehr gut. Komm.
eigentlich sollte ich jetzt wechseln, aber beim letzten Mal, wo ich gewechselt habe, das hat zu viel Zeit gekostet. Deswegen, vielleicht kommt noch ein Ding rein. Ja, es kommt sogar noch eine rein, Steinkante. Jetzt stirbt er, ja. Jetzt muss der andere das noch schaffen. Die paar Sekunden kommen. Ah, das wird wieder ganz knapp nichts. Ja. Sekundchen hat wieder gefehlt. Naja, ein Versuch war es wert. Jetzt machen wir das noch mit Garados. Abstecher Odeonsplatz, hier am Hofgarten. Ihr wisst, Hofgarten Beste. Es ist noch ein Raid gekommen auf einen der Arenen, wo die halt versuchen jetzt die Woche mehr zu raiden, hier in der Innenstadt. Dauert aber noch ein bisschen, bis der schlüpft, deswegen habe ich mal geschaut und habe gesehen, dass hier ein Barsch in der Nähe ist. Das hole ich mir. Habe erst zwei oder drei. Also, Baumwolle kann ich auf jeden Fall gebrauchen und dann fahren wir zu dem anderen Raid da. Da haben wir ihn. FEP, perfekt. Gelbe Berge. Trotzdem Superball und drin müsste er sein, auf blöd 100%, wer weiß, gönnt es mir. So, ich habe noch echt kaum Bonbons, so, richtig schlecht, auf zum Raid. So, angekommen, zweite Arena, zweiter Raid, kämpft gerade, der schlüpft erst in ein paar Minuten. Hoffentlich schaffe ich es davor noch, die platt zu machen. Dann bin ich mal gespannt, ist ein 1er Raid. Level 1 kann eigentlich nichts Interessantes kommen. Vielleicht Carpador. Das ist echt das Interessanteste, was echt traurig ist. Dann schauen wir mal. So. Eis geschlüpft. Es ist ein Chillock. Richtig traurig. Zum Glück habe ich zwei freie Raid-Pässe heute. Alles für den EX-Raid.
Und jetzt muss ich 100 Sekunden warten. Wir sehen uns in 100 Sekunden. So, los geht's. Ich bezweifle, dass wir einen Sonderbonbon bekommen. Aber immer diese Bären. Ich habe über 400, fast 500 Bären. Goldene, ja. So, maximale Anzahl an Bällen. 14. Und erster Ball drin. Trigger 2. Heavy Check. Okay. So, das war's. Zwei Trigger-Versuche. Ich habe an dem Tag, glaube ich, sogar noch mehr gemacht. Aber die seht ihr dann morgen wahrscheinlich. Vulnona, noch ein Versuch mit Gearwatts. Leider nicht geschafft. Fehlt wie immer eine Sekunde. Und dann irgendein dummes Shillock. Wie gesagt, ich habe dann noch andere Trigger-Versuche gemacht. Und allgemein die Woche bin ich nur am Triggern. Weil alle im Trigger und Mewtwo und EX-Rate Hype sind. Am Sonntag ist ein Livestream. Und am Sonntagabend müssten die neuen Einladungen kommen. Sprich, ich werde da Livestream und dann werden wir hoffentlich live eine Einladung bekommen. Ansonsten seht ihr live meine Leiden. Aber das war's erstmal. Gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer viel Glück diese Woche. Hoffentlich kriegt ihr alle eine Einladung. Wir sehen uns dann beim Livestream. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.